Wie möchten Sie gerne älter werden? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke auch immer so viel darüber nach. Also die Zeit ist natürlich eine sehr kostbare Währung. Also ich glaube, das ist die einzige Währung, die zählt. Ich mache mir ehrlich gesagt jetzt nicht so viel Gedanken um die Zukunft, weil ich bin eher so der Typ, der sagt, im Hier und Jetzt leben und die Momente genießen, die man hat. Also ich bin so der Carpe Diem-Typ. Aber ich freue mich sehr auf den Film, weil ich habe den deutschen Film gesehen, Honig im Kopf, als er eben ins Kino gekommen ist. Und fand ihn ganz, ganz toll. Ich war da mit der Familie drin, das war sehr bewegend. Und deswegen bin ich jetzt wirklich sehr, sehr gespannt. Und ich finde das halt ein wichtiges Thema halt auch, nicht nur das Älterwerden, sondern auch das Thema Demenz und wie geht man damit um. Und auch im Freundeskreis habe ich den einen oder anderen, der halt selber in der Familie davon betroffen ist. Und hatte irgendwie letzte Woche noch ein sehr ausführliches Gespräch zu dem Thema, weil ein Freund von mir, der Vater, irgendwie sehr dement ist und die Situationen, die sich dann ergeben, die manchmal lustig sind, aber eigentlich halt auch sehr tragisch. Ja.